IM Jochen, denn das ist der Frühsport für Donnerstag, den 6. April 2023. Schönen guten Morgen. Wir schauen zunächst zum Fußball und zwar zum DFB-Pokal. Das Halbfinale ist komplett. Wir haben den VfB Stuttgart mit drinne, der gewinnt 1-0 in Nürnberg. Und wir haben RB Leipzig drinne nach einem 2-0 gegen Borussia Dortmund. Das heißt, wir haben im Viertelfinale die Top 3 der Bundesliga verloren. Bayern raus, Dortmund raus, Union Berlin raus. Und im Halbfinale, und der letzte Zweitligist, Nürnberg auch raus. Im Halbfinale also vier Bundesligisten auf den Plätzen 4, 5, 6 und 18 momentan stehen. Wobei der VfB Stuttgart das Verblüffende geschafft hat, vier Pokalrunden mit vier verschiedenen Trainern zu spielen. Es gibt da jetzt eine fünfte für den VfB. Mal gucken, wer da dann Trainer sein wird. Bisher die Runde 1 in Dresden gewonnen mit Matarazzo. Dann in der Runde 2 war Wimmer übergangsweise mal am Ruder. Dann kam Labbadia und jetzt sind wir bei Hoeneß. Mal gucken, wer dann also im Halbfinale dran ist. Und das Halbfinale lose ich aus. Ich habe die Tüte schon hier am Anschlag. Gucken wir mal, DFB-Pokal Halbfinale. Das wird ja erst offiziell am Sonntag ausgelost. Wir machen das wie immer viel, viel schneller und viel, viel zügiger. Ihr kennt das ja hier vom Frühsport. Los geht's mit einem Heimspiel für den SC Freiburg. Ich glaube, so muss ich es halten, dann kann man es lesen. Der SC Freiburg also zu Hause. Und beim Halbfinale habe ich wirklich die Chance, dass es mal stimmt, was ich hier lese. So, Freiburgs Gegner, jetzt ist eigentlich die Spannung raus nach dem nächsten Los. Das zweite Los ist immer das Entscheidende hier. Freiburg zu Hause gegen, ihr könnt es lesen, hoffentlich Eintracht Frankfurt. Das ist das erste Halbfinalspiel. Dann losen wir noch das Heimrecht im zweiten Spiel aus. Heimspiel für den VfB Stuttgart. Da haben wir es. Und dann ist im Topf nur noch drin ein Los, hoffentlich. Ja. Eins ist noch drin. In der Riesentüte verschwindet es ein bisschen. Und das ist dieses hier nämlich. Nee. Leipzig. Genau, so rum passt's. Also Freiburg, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig. Was wollt ihr mehr? Das sind die Halbfinals, die wir dann dort sehen werden. Es gab in der Premier League gestern Nachholspiele. Manchester United gewinnt gegen Brentford und Newcastle gewinnt bei West Ham. Damit sind die beiden jetzt auf den Champions League Plätzen vor Tottenham. Tottenham fällt momentan da raus. Die haben zuletzt auch ein bisschen geschwächelt. Mal schauen, was da noch passiert. Ausführlicher Blick auf die Tabellen dann wieder nächsten Dienstag, wenn der Wochenendspieltag durch ist. Frankreich, da wurde auch Pokal gespielt und zwar Halbfinale. Nantes hat gewonnen gegen Olympique Lyon und damit ist auch Lyon draußen. Das heißt, die Top 10 der französischen Liga sind alle im Pokal nicht vertreten mehr. Nantes steht im Finale und den Gegner, den werden wir heute finden und zwar in der Partie Annecy gegen Toulouse. Das heißt, es wird hier ein Außenseiter den Pokal gewinnen und das heißt für die Liga aber, es gibt keinen weiteren Europa League Platz. Für die alle, die da oben gehofft haben, das müssen wir dann auch am Dienstag uns mal genau angucken. Es wird auf jeden Fall Unterklassik, ist vielleicht ein bisschen fies gesagt, aber ein unterhalb der Europapokalplätze platzierter Verein den Pokal gewinnen und damit in die Europa League ziehen. Annecy Toulouse heute 20:45 nicht auf Magenta Sport, doch auf Magenta Sport und auf Magenta Sport Sport Free for All. Wer Lust hat, nochmal ein schönes Pokalspiel zu sehen, ob es schön wird, weiß ich nicht, aber könnt ihr mal probieren. Das ist aber auch das einzige Fußballspiel, was ich heute euch nahelegen kann. Sonst gibt's nichts Dramatisches zu sehen. Dramatisches gab es gestern in Barcelona bei der Copa del Rey gegen Real Madrid. Wobei, so dramatisch war es nicht. Es war nämlich ratzfatz vorbei dann. Real Madrid macht kurzen Prozess, in der Viertelstunde 3 Tore und dann noch eins hinten dran. Und dann haben sie 4-0 gewonnen bei Barcelona und ziehen damit ins Finale ein um die Copa del Rey. Überraschung, denn Barcelona hatte das Hinspiel 1-0 gewonnen in Madrid. Jetzt also revanchiert sich Real, schmeißt Barcelona raus und damit kann Barcelona nur noch die Meisterschaft gewinnen. Real bleibt in der Copa del Rey drin und spielt dann das Finale gegen Osasuna. Und da sind sie ja definitiv Favorit dann. Coppa Italia, da haben wir ein Hinspiel noch. Cremonese gegen Florenz 0-2. Jetzt scheint es doch dahin zu sein mit der Herrlichkeit von Cremonese, zumal es ja über zwei Spiele hier geht. Ich denke mal, da ist jetzt Feierabend und dann dürfte Florenz ins Finale einziehen gegen, tja, schauen wir mal, Juventus oder Inter. Das ist ja dann noch offen im anderen Halbfinale zu klären. Da gab es ja dann vorgestern ein 1-1. Das war's. Ach so, noch ganz kurz hier ein Ergebnis von der U19 Europameisterschaftsquali der Frauen. Da haben die Deutschen gewonnen in Irland mit 5-0. Falls das jemand interessiert, einfach der Vollständigkeit halber sei es erwähnt. Wir gucken zur Curling-WM und stellen fest, ja, Deutschland ist rechnerisch noch nicht raus, aber es gab gestern Niederlagen gegen Neuseeland und gegen Norwegen. Jetzt sind wir bei 2 Siegen und 6 Niederlagen. 4 Spiele kommen noch, also es kann maximal ein 6-6 noch geben. Es wird nicht reichen. Sind wir ehrlich, das spielen sie jetzt noch zu Ende, die Jungs, und dann ist das aber auch vorbei, dieses Turnier. Schade eigentlich.
Apropos Turnier, Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen hatte ich gestern schon angekündigt. Die hat begonnen, gestern schon, findet statt in Kanada und das deutsche Team steigt heute ein. Das Turnier wird nach folgendem Modus gespielt, das hatten wir schon in der Vergangenheit mal. Es gibt zwei Fünfergruppen, wobei in der ersten Fünfergruppe die fünf guten Teams stecken. Da also auch die Top-Favoritinnen natürlich USA, Kanada. Das wird auch wieder so das designierte Finale sein. Die fünf spielen gegeneinander nur um die Reihenfolge in den Viertelfinal-Playoffs. Platz 1 bis 5. So. Und in der anderen Gruppe stecken die fünf schlechteren Teams. Und da geht es darum, dass die ersten drei dieser fünf auch noch ins Viertelfinale einziehen. Wir brauchen ja acht. Der fünfte, also der letzte dieser Gruppe, der steigt ab. Gibt ja eine Eishockey-Welt auf den Abstieg bei den WMs. Und der Viertplatzierte in der Gruppe, das ist das einzige Team, für das dann halt einfach Turnierschluss ist und dann können sie ein bisschen Sightseeing machen in Kanada. In dieser Gruppe steckt Deutschland mit drinne und heute geht es ins erste Spiel gegen Schweden. In der Gruppe gab es schon ein Spiel, da hat Finnland 14-1 gegen Frankreich gewonnen, um mal hier zu sehen, wie hier so die Leistungsstärken sind. Und alle Deutschlandspiele gibt es live auf Magenta Sport zu sehen und zwar free for all. Das heißt, ihr braucht kein Magenta Sport Abo. Zum einen gibt es sie auf Magenta Sport Sport sowieso und dann gibt es sie aber auch noch auf, könnt ihr noch auf der Streamseite gucken, bei magentasport.de und da gibt es also heute um 17 Uhr Deutschland gegen Schweden zum Auftakt, wenn jemand Lust hat, da reinzugucken, fühlt euch frei, es zu tun. So, dann geht's weiter mit Basketball-Bundesliga. Gucken wir mal kurz drauf. Da hat Alba Berlin gewonnen gegen Würzburg und bleibt damit vorneweg im Zweikampf mit Bonn. Nichts Neues hier in dieser Liga. Ach ja, apropos Bonn, das wollte ich noch erwähnen. Die haben nämlich Champions League gespielt. Erstes Viertelfinale ist es, gegen Straßburg. Und das haben sie verloren. Das wird hier Best of Three gespielt, diese Serie. Und knapp verloren, ärgerlich verloren. 76 zu 77, das bringt halt nichts, weil verloren ist verloren. Das heißt, sie müssen jetzt die anderen beiden Spiele gewinnen, die es noch gibt. Und wenn sie noch eins verlieren, sind sie raus. So, so einfach ist ein Best-of-Three-Modus. Ihr kennt das ja. In der Wasserball-Champions League sieht es für Hannover nicht gut aus. Nächste Niederlage bei Olympiakos. Damit Hannover weiterhin klar Tabellenletzter. Und die werden auch ausscheiden dann, wenn diese Gruppenphase rum ist. Auch das ist wieder so eine Riesengruppenphase irgendwie mit also 12, 14 Spieltagen oder so. Ich glaube, 14 sind es. Ja, irgendwann werden sie dann ausscheiden. Jetzt sind, glaube ich, 11 oder 12 Spiele rum. Ich wollte es nur vermelden, der Vollständigkeit halber. Gibt es jemanden hier, der sich für Wasserball interessiert? Bitte in die Kommentare schreiben, sonst streiche ich das in Zukunft. Naja, komm, ich lasse es drin, was soll's. Vielleicht gibt es den einen oder die andere hier mit dem großen Favoriten Wasserball. Dann will ich doch ein bisschen zumindest ab und zu mal was erwähnen. So, aber es gibt den anderen Radsportfreund hier, das weiß ich. Und Radsportfreundin natürlich, Grüße hier. Schauen wir mal, was passiert ist bei der Bastland-Rundfahrt. Da gab es die dritte Etappe. Das war eine Bergetappe, die war jetzt nicht unbedingt hochgebirgig, aber die war schon bergig. Und am Schluss gewinnt Jonas Vingegaard diese Etappe. Und damit hat er sich auch im Gesamtklassement jetzt vor Mikkel Landa auf die Spitzenposition gesetzt und gezeigt, ich will das Ding hier gewinnen, diese Rundfahrt. Immo Buchmann auf der 22 als bester Deutscher momentan unterwegs. Und heute gibt es die vierte Etappe. Die steigt um 15.30 Uhr wie üblich auf Eurosport 1 und es ist auch wieder eine, ja, ich würde sagen, so eine hügelige Bergetappe. Also auf jeden Fall was ganz Nettes, da könnte im Gesamtklassement mal wieder was passieren auf jeden Fall. Wer Lust hat, schaue dort bitte vorbei. Dann geht es heute Abend weiter mit der Deutschen Eishockey-Liga und mit den Halbfinals. Spiel 4 steht an, 19 Uhr Wolfsburg gegen Red Bull München, 2-1 für Wolfsburg, hier der Serienstand und Mannheim gegen Ingolstadt. Hier führen die Mannheimer mit 2-1. Das gibt es um 19.30 Uhr. Das gibt es auch auf servustv.com, live im Stream online und kostenfrei. Die beiden Spiele ansonsten bei Magenta zu sehen. Könnt ihr gucken, wenn ihr wollt. Und wenn ihr nicht wollt, lasst das halt bleiben. Ganz einfaches Ding. Apropos Eishockey, da nutze ich die Gelegenheit und weise mal kurz darauf hin, dass in der NHL es auf die Zielgerade so langsam geht. Aktueller Stand hier für die Playoffs qualifiziert im Osten ist Boston, das ist das abstandbeste Team, jetzt schon ganz klar auf Nummer 1 gesetzt. Keiner wird mehr rankommen an diese irren Punktezahlen, die die haben. Außer Boston in den Playoffs jetzt schon drinnen, Toronto, Tampa Bay, Carolina, die New Jersey Devils und die New York Rangers. Da sind also 6 Teams, 2 Plätze sind noch frei. Und da rangeln sich noch einige Teams drum. Ich sage Bescheid, wenn das Feld dann komplett ist. Und nächstes Wochenende, also übernächstes Wochenende, gibt es dann auch wieder die Vorschau mit Basti auf die Playoffs. Kann ich schon mal versprechen. In der Western Conference haben wir auch 6 Teams fix in den Playoffs, nämlich die Vegas Golden Knights, dazu die LA Kings, Edmonton ist mit drin, Dallas, Minnesota und Colorado Avalanche.
Und auch hier noch zwei Plätze frei. Die werden wir auch noch besetzen im Laufe der nächsten 10 Tage. Denn dann ist die Vorrunde rum. So, kommen wir zum Basketball. Bleiben wir kurz in den USA. Gehen wir zur NBA. Da steht es so, dass im Osten, da gibt es ja dieses Play-in-Tournament. Top 6 spielen direkt Playoffs. Da stehen bereits 5 fest. Milwaukee, Boston, Philadelphia, Cleveland und die New York Knicks. Ein Platz ist noch frei. Der wird noch gehen, vermutlich an Brooklyn oder Miami. Atlanta noch mit einer rechnerischen Chance zumindest. Im Play-in-Tournament schon sicher dabei Toronto und Chicago. Alle anderen sind raus. Und im Westen haben wir 4 Teams sicher in den Playoffs: Denver, Memphis, Sacramento und Phoenix. Und hier gibt es noch eine ganze Latte von insgesamt 8 Teams. Von denen werden 2 in die Playoffs kommen, 4 in das Play-in-Tournament und 2 werden am Schluss die Segel streichen müssen. Wen es da erwischt, schauen wir mal. Das sind auch noch ein paar Spieltage. Auch da melde ich mich nochmal, wenn es soweit ist. Für die Basketballfreunde gibt es heute Abend auf jeden Fall ein Spiel aus der Euroleague und zwar Bayern München zu Gast bei Real Madrid 2045. Auf Magenta Sport natürlich, wie immer. Und dann gibt es noch die Handball-Bundesliga. 19 Uhr auf Sky Sport einzeln oder in der Konferenz. Zum Beispiel die Füchse Berlin sind dort zu Gast bei Hannover Burgdorf. Dann haben wir Flensburg-Handewitt gegen Leipzig. Wir haben Göppingen-Wetzlar und den Bergischen HC gegen Magdeburg. In Augusta startet heute das Golf Masters. Ich hatte letztes Jahr mal gefragt, Golf erfreut sich hier keiner allzu großen Beliebtheit, aber so ein paar Stimmen wurden dann doch laut, die gesagt haben, da kommen die 4 ganz großen Turniere, diese 4 Majors, da kannst du vielleicht was zu sagen, mache ich jetzt. Es geht also heute los beim Masters Tournament und zwar um 15:15 Uhr auf Sky Golf mit den Featured Groups und dann um 21 Uhr das volle Programm von allen Löchern, sagt man das so? Ich glaube nicht. Macht aber nichts. Bernhard Langer ist natürlich dabei. Hometown Hero, ne, Hometown Hero, stimmt nicht, ich wohne in New York, aber deutscher Hero. Denn jeder, der jemals das Turnier gewonnen hat, wisst ihr ja, hat lebenslanges Startrecht. Tiger Woods ist dabei. Und wie sie alle heißen. Also hier so generell so, weil ich kenne jetzt nicht so allzu viele Golfspiele, aber da sind Namen dabei. Sergio Garcia, John Rahm, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, hat man schon mal gehört, Rory McIlroy und so weiter. Die sind also alle am Start hier. Und um 14:45 Uhr oder um 3, glaube ich, starten dann, wie gesagt, die ersten Teams. Und dann könnt ihr auf Sky Golf durchgucken. Bernhard Langer wird starten um 17:45 Uhr, falls da jemand Lust hat, reinzuschauen. Golf Masters. So, dann geht's die Premier League im Darts. Mit der 10. Nacht sind wir inzwischen angekommen, und zwar in Birmingham in England. Da starten wir um 20 Uhr mit den Viertelfinals. Michael van Gerwen gegen Doby, dann Aspinall Clayton, Vandenberg Price und Wright gegen Michael Smith. Das sind also die Viertelfinals, danach wie immer Halbfinals, Finals. Ihr wisst, wie es läuft. Und finally habe ich noch zu vermerken, dass das übertragen wird auf DAZN und auf Sport 1. Also ab 8, wenn ihr Bock habt auf Darts, guckt vorbei. Nur da haben wir doch noch ein schönes Päckchen geschnürt. Es wird morgen sehr dünn, weil Karfreitag ist. Aber für heute, Donnerstag, haben wir doch noch einiges, was man gucken kann. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, was ihr mir euch da raussucht. Wenn euch das Video gefällt, wie immer, liked es bitte, dann freue ich mich. Oder schreibt mir in die Kommentare irgendwas rein, was ihr möchtet. Kritik, Lob, Anregungen aller Art. Oder lasst es halt bleiben. Aber ich freue mich mehr, wenn ihr es macht. Das ist klar. Also schönen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder. Hoffe ich mal. Bis dann. Tschüss.